Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Wir stehen hier noch in Rotterdam und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Externe Aufträge. Wir sind bei 149.000, das heißt, wir sind schon ungefähr bei, ja gut, fast der Hälfte zu dem, was wir brauchen für die Reparatur, die Rest, beziehungsweise die Restaurierung der Truck, des Trucks. Es gäbe natürlich eine Lok, die Foslo G6. Allerdings würde ich sagen, fahren wir dann die 751 Kilometer nach Nürnberg mit wasserfreiem Ammoniak für knapp 52 Euro pro Kilometer. Ist halt deutlich, deutlich besser als der Auftrag jetzt nach Göteborg mit LPG. Also würde ich sagen, fahren wir wasserfreies Ammoniak. In der Hoffnung, dass ich diesmal nicht wieder... Ah, ich weiß wieder, was ich vergessen habe. Ich wollte hier, vergleichen ATS mit ETS2, was die Settings betrifft. Aber okay, da muss ich jetzt nochmal umso mehr aufpassen, dass ich mich nicht wieder auf die Schnauze lege. Fertig zum Losfahren. Knapp 40.000 bekommen wir dafür. Ich muss ja schon sagen, das ist echt richtig ungewohnt. Also normalerweise höre ich ja mit, habe ich ja am PC, habe ich dann immer rechts halten. So und dann rechts over ihr Headphones auf. Und da ist jetzt wieder mal das kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, 1,5 Jahre oder so. Hab da jetzt halt neue bestellt. Allerdings kommen sie halt erst am Samstag an. Soweit muss ich jetzt erstmal mit In-Ear-Headphones spielen. Das ist halt doch schon deutlich anders. Ich meine, sonst habe ich halt In-Ear-Headphones nur, wenn ich draußen unterwegs war auf der Arbeit. Auch wenn ich dann ab und zu mal im Talk war oder so. Es ist halt trotzdem ein anderes Feeling, wenn man nur auf einem Wort hört. Während man draußen noch die Umgebungslautstärke, Wind und dies, das, Ananas hat. Und jetzt einfach hier in ruhigen Bedingungen. Abgesehen von der Mühle, die hier links neben mir steht. Hoppala. Dann noch mit beiden Kopfhörern im Ohr. Das ist doch schon mal ein deutlich, deutlich anderes Feeling. So, genau. Schauen wir mal, wohin die Reise überhaupt jetzt hier geht. Also klar, ne, nach Nürnberg. Aber wir fahren wieder denselben Weg. Die A1 fahren wir hoch, dann wechseln wir auf die A50, die zur A73 wird. Was auch gleichsetzen ist mit der E31, beziehungsweise, ja gut, na, dann wechseln wir in Deutschland auf die A61, dann geht's bei Köln auf die A4, nach Köln auf die A45, die fahren wir dann runter und fahren dann auf die A5 und um Frankfurt am Main herum und dann wechseln wir südlich von Frankfurt am Main auf die A3 und fahren dann die A3 den restlichen Wege bis nach Nürnberg und fahren dann auch eher in den südlichen Teil quasi in das Industriegebiet von Nürnberg, aber ja, wird wahrscheinlich so, ne, ein südliches Industriegebiet von Nürnberg und liefern dann das Ammoniak ab bei RTL-Lok. RTL-Lok. Logistik natürlich, das sind 751 Kilometer, 11 Stunden 6 Fahrzeit, sprich, wir müssen aber echt einmal schlafen. Ich hätte gedacht, da geht einmal in einem Rutsch, aber okay. Scheinbar. Biege nach rechts ab. Nicht. Demnächst
zunächst rechts abbiegen. Aber natürlich doch. Fahren wir mal nach Deutschland rein. Also gut, wieder mal. Wir sind ja im letzten Fall auch durch Deutschland durchgefahren. Aber jetzt haben wir wieder mal ein Ziel in Deutschland. Bin mal gespannt, wohin die Reise dann im nächsten Video geht. So, Ausgangspunkt Nürnberg. Kann ja alles sein. Kann ja... Das ist auch immer irgendwie, was wieder dazwischen kommt, würde ich gerade anfangen aufzunehmen. Ne? Irgendwas klingelt da wieder durch. So, Richtung Amsterdam, so Richtung Koning? Nee, ja doch, ja, ne? So mehr oder weniger. Ja. Ich hab das mal wieder 80. Ja. Jetzt haben wir mal die 80. Na gut, na, muss ich mich halt nicht mal lange dran. Also, na, das ist nur eine kurze Zeit hier mit den In-Ear-Headphones, die ich überbrücken muss mit zwei In-Ear-Headphones, wohl bemerkt, weil wenn das eine, was ich jetzt gerade drin habe, das läuft leider nicht so lange. Das läuft angeblich 16 Stunden Dingslaufzeit. Weil ich weiß ja, man gut, Standby kann es ja nicht sein, weil das schaltet sich ja eigentlich nicht aus, aber ich glaube 16 Stunden irgendwas Musik hören oder irgendwie was. Und im Gespräch angeblich 8 Stunden, aber naja, nach 5 Stunden ist schon Feierabend und nach 4,5, 5 Stunden ungefähr. Deswegen musste ich es gerade mit 2 machen. Aber gut, ist ja nur noch bis Samstag, sprich, wir haben Mittwoch. Also sind es quasi ja nur noch 3 Tage. 3,5. Wie man es auch mal sehen mag. Und dann sind. Ja, ich habe mir wieder vergessen, was einzuschenken, ne? Also ich bin ja auch ein Genie. Ich denke dran, ja, bevor du anfängst, es aufzunehmen, schick dir nochmal was ein, bevor du ja. Was du gerade weggesifft hast, aber. Ja. Wäre auch mal einfach, wenn man es umständlich machen kann. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen eine Gerade. Machen wir mal auf die Tunnel. Durchfahren, was wir da durch sind. Ja, weiter Richtung Amsterdam. Nach Amsterdam sind wir, glaube ich, gen Süden gefahren. Oder kurz vor Amsterdam, da kann ich auch nicht sein. Immer geradeaus. Okay, es kommt keine gerade Stelle, ich mach mal kurz, ne? Hier. So, das, ach ja, gut, das ist schon der was. Wer ist gestärkt? Prinzipiell. Kannst du mal das auswischen durch ein bisschen voll tanken? Ah, wir fahren mal lieber 65. Ne, wir wollen ja hier, wie gesagt, wir wollen halt wasserstofffreie Ammoniak ja nicht verteilen. Deswegen müssen wir vorausschauen fahren. Jetzt muss ich eh runter auf 50. Wir sind in Amsterdam. Tanken muss ich auch nicht mehr. Sehr schön. Das Ganze, was ich muss, ist schlafen. Zwischendurch. Jetzt fragen wir, wo machen wir es? Machen wir es zwischen Köln und Frankfurt am Main? Oder machen wir zwischen Frankfurt und Nürnberg? Ich meine, Auswahl dürften wir eigentlich haben.
Und nehmen wir wieder ein bisschen raus und jetzt geht es wieder hoch auf 80. Mein Plan heute ist zwar nicht ganz so ganz hin, wie ich mir so gedacht habe, aber liegt auch mit ein bisschen daran, dass es ein bisschen, ja gut, also eigentlich war der Plan mittendrin, aber hat halt doch ein bisschen länger gedauert. Aber ich habe ein bisschen aufhalten lassen, weil ich noch auf einen Download gewartet habe, der jetzt bisschen fertig ist, weil einfach Ewigkeiten gedauert hat. Ich habe mich schon gewundert, weswegen das Ewigkeiten gedauert hat, aber scheinbar wurde da irgendwie jetzt von 1080p 30 FPS auch hochgeballert auf 1080p 60 FPS, weswegen das einfach das, ja, doppelt so groß ist. Also, vor 2 Monaten war das und so. Deswegen ich einfach hier Ewigkeiten gewartet habe. Also ich dachte mir, okay, ja gut, 14 Stunden Video ziehe ich mir runter, das dauert ja auch nur 1 Stunde 20 Minuten. Ist dann, glaube ich, angefangen zu downloaden, war dann noch mal rechts halten auf der Toilette, war dann unten, war dann, ne, dann nach oben, habe dann geduscht und nachdem ich fertig war mit Duschen, Haare auch wieder schon mehr oder weniger trocken waren und ich eigentlich bereit war, zum Friseur zu gehen, ja, habe ich hier halt noch mal so um die eine halbe Stunde noch mal rumgesessen. Also habe mich dann gefragt, wieso, weshalb, warum, aber hat sie denn da rausgestellt, als ich nachgeschaut habe. Ich habe es nicht nachgeschaut, ob jetzt irgendwie das wirklich jetzt irgendwie die Settings nicht geändert haben, aber ich gehe mal sehr stark davon aus. Hat dann plötzlich nur 20 GB auf der 8 TB Platte. Waren aber noch vier Sachen im Papierkorb. Einen habe ich noch dazufügen können, weil ich das Video als quasi als Markierung genutzt habe. Und habe auch jetzt schon wieder fleißig was hochgeladen, weil das Internet ja irgendwie jetzt, ich glaube, 140% mehr kommt an, als eigentlich ankommen müsste. Anstatt von 10 Mbps oder Mbit pro Sekunde, kommen hier 22 an. Also eigentlich müsste ja 10 Mbps sein, aber es kommen ja halt 22 an. Seit neuestem, also jetzt vielleicht seit einem Monat oder so. Und jetzt habe ich einfach mal fleißig angefangen, ein bisschen hochzuladen. Allerdings habe ich mich jetzt auch gebremst, damit ich noch das Video hochladen kann. Das ATS-Video. Denn das ist ja irgendwie so ein bisschen LP-bezogen mit 8 Videos oder so. Und danach werde ich wieder fleißig hochladen, um Platz nochmal Platte zu schaffen. Werde ich dann auch gleich machen. Also der ursprüngliche Plan war eigentlich jetzt für mich gewesen, so hier, ne, aufnehmen und dann das Video auch schon bearbeiten und während das Video hier rendert, dass ich dann eben einkaufen gehe und nebenbei halt ATS hochlade. Aber da das jetzt ja doch schon ein bisschen später ist, mache ich dann nur dadurch ATS hochlade. Und setze mich dann ans Schneiden etwas später. Also nachdem ich wieder da vom Einkaufen. Und renne das dann vielleicht, wenn ich wie koche oder so. Schauen wir mal, ne? Lassen wir uns mal überraschen.
Wobei es eigentlich schon gar nicht verkehrt ist, weil dann kann ich nochmal eben gleich hier, also noch nicht, dass der Plan jetzt gerade so steht, dann kann ich wenigstens auch, noch kurz bei Neverwinter rein, vielleicht bis in der Zwischenzeit dann noch, bevor ich das Video hier rendere, dann genügend Lockboxen mehr erfahren, dass ich dann eigentlich kann ich sogar schnell machen, wenn ich eben kurz nochmal hier ein bisschen einfach in einen kurzen Dungeon laufe, dann habe ich auch das eigentlich schon drin. Mache ich glaube ich dann auch. Mache ich vielleicht auch jetzt schon gleich nach diesem Video, da kann ich, habe ich genügend Lockboxen von der neuen Lockbox und dann kann ich auch das Video dann schon mal sowohl aufnehmen als auch genau, als auch dann nach dem ETS-Teil wieder bearbeiten. Das ist dann auch diese Woche nochmal rauskommt, morgen. Und schon sind wir in Deutschland angekommen. Oder? Ja, doch. Ich war kurz mir überlegen, ob wir jetzt wirklich nochmal nach Deutschland reinfahren und dann nochmal durch Luxemburg kommen, aber nee. Deutschland. Ja, im Übergang erkennen kann. Hier haben wir wieder die neuen Texturen der Straße. Also ich denke mal, wie gesagt, dass wir wahrscheinlich hier uns aufs Ohr hauen. Also kurz da Frankfurt am Main. Würde ich sagen. Weil habe ich zumindest auch das, ne, mit den Lockboxen habe ich dann die Lockboxen da und dann kann ich auch wieder, kann ich mich auch wieder ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dass ich dann mich um das neue Modul kümmere, dass ich da deutlich voranschreite, dass ich dann auch hier die auch schon mal die, ne, dass ich mal das neue Gear besorge und so. Ist ja auch noch wieder jede Menge, dass da noch dazu kommt. An Arbeit. Jetzt wo gerade auch wieder gerade down ist. Oh, ich wollte nicht. Aus. Auch schneidet ja schon wieder ein bisschen AD, ne? Also ein bisschen Astral-Diamanten. Astral Diamonds. Allein nur fürs Gear und so, aber ich wollte gerade sagen, es scheint, dass man es einfach erfahren kann, dann bis mir gerade eingefallen ist, weil das ist wahrscheinlich ja nicht. Denn ich war bisher noch nicht im neuen Dings, in der neuen Zone. Links. Scheint so, als ob wir uns links halten müssen, jawohl. Bitte links halten. Machen wir schon. Alter, mit 80. Wollen wir mit 80 fahren oder fahren wir mit 70? Lieber 70. Wie gesagt, na jetzt sehr vorausschauendes Fahren hier. Wenn ich dran denke, also wahrscheinlich nicht,
Wobei, ich werde mir vielleicht gleich einfach mal den Wecker stellen. Und den zu benennen. Ist vielleicht frei auf wie viel Uhr? Vielleicht 20 Uhr? Wie viel haben wir es gerade? Wir haben es 17 Uhr oder so. Ja, genau. Eine Minute vor 17 Uhr. Halbe Stunde. Nochmal eine halbe Stunde mit einkaufen. Haben wir es 19 Uhr. Vielleicht auf 19 Uhr den Wecker stellen oder so. Dann haben wir 19:30 Uhr. Wir können hoch schon auf 80. Ist glaube ich nicht verkehrt. 19:30 Uhr. So, gehen wir mal hier eine Uhr. Plus 19:30 Uhr. Bezeichnung. ATS. Und ETS. ETS 2. Settings. Vergleichen. Klingt das jetzt in 2 Minuten schon. Haben wir das auch? Dann ist es auf alle Fälle beim nächsten ATS und beim nächsten ETS-Fall, wie du ist, es auf alle Fälle dann auf dem Selbst. Ich zumindest nehme mal dann die Ausrede. Ich glaube, ich finde bei ETS, bei ATS ist eigentlich schon ganz gut eingestellt, deswegen versuche ich das. Würde ich es nochmal genauso in ETS 2 einstellen und alles drüber hinaus ist dann halt einfach ein physikalischer Unterschied zwischen den Caps. Oh, regnet oder hagelt es? Es klingelt, es klingt wie Hagel. Und es ist leichter Graupel. Ja, sehr kleiner Hagel, ne? So. Man erkennt so gerade. Ne? Ja, ein Grieskorn oder so was Größe. Keine Ahnung. Gibt es bestimmt noch irgendwie Vergleiche? Bildvergleiche? Muss ich mir auch mal reinziehen. Oh, stimmt, der fällt mir gerade auf. Es könnte sein, dass es in die nächsten Monate ordentlich heftig wird, was für mich mit Livestreams schauen betrifft. Es scheint in Amerika ordentlich zu brodeln. In der Wetterküche. Und da ich ja Storm Chaser so ein bisschen mir anschaue schon seit einiger Zeit. Also einiger Teil schon untertrieben gesagt. Bestimmt schon so 10 Jahre oder so. 8 Jahre, wie mir so zu Dreh. Also, ne, aktiv verfolge. So aktiv wie es halt manchmal geht. Rechts halten. Frankfurt ist ausgeschildert. Hier wird schön fleißig gebaut. Nimm die Ausfahrt rechts. Können wir auch 80 weiter daher fahren. Vielleicht ist ein bisschen langsamer als wir.
bis er gleich Gas gibt. Und noch haben wir hier den Platz. Ich sag ja, hier wird Gas geben. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Also es kann ja von Nürnberg aus halt wirklich in jede Richtung gehen. Es kann Richtung Balkan gehen, es kann Richtung Italien gehen, es kann Richtung Iberische Halbinsel gehen, es kann wieder Richtung Skandinavien gehen, es kann natürlich auch Richtung England gehen, wobei ich weiß gar nicht, ob die Strecke dann so weit schon möglich ist. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass der nächste Fortschritt in den Fähigkeiten ist dann ja, glaube ich, wieder Fernfahren, wenn ich mich recht entsinne. Es kann also sein, dass wir dann deutlich mehr Strecke wieder haben. Nach dieser Fahrt sind wir auf alle Fälle zumindest schon mal so knapp unter der 200.000er Marke. Also haben wir fast die Hälfte geschafft, die wir benötigen, um den LKW hier zu restaurieren. Ich höre hier auch irgendwie ganz den LKW hinter, oder den Bus hinter mir oder so. Also du hast den Platz gehabt, oder was war der LKW vor mir? Du hättest den Platz gehabt, um frei zu machen. Ich denke mal, 450.000 zu einzufahren, das ist nicht verkehrt. Das wir die einfahren und fahren, kann natürlich auch noch ein bisschen was einfahren. Wenn wir 450.000 auf dem Konto haben, dann würde ich sagen, restaurieren wir den Schwack, schauen, ob man noch irgendwie was hier wir gucken einfach mal nach. Ich glaube nicht, aber vielleicht kann man ja da noch ein bisschen was am Truck machen. Und danach fahren wir halt. Zumindest solange es kein Event gibt, fahre ich dann hier ein Stück weiter, bis hier die 1 Million drauf ist. So, Frankfurt Main weiter. Na, hier rechts halt. Das wäre schon gleich beim Platz, wo ich mich hinlegen wollte. 4.17, 4.19. Okay, vielleicht schaffen wir es auch in einem Rutsch. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Könnte man auch noch mal machen hier in einer Fahrt. Ohne zu schlafen. Das würde, denke ich, mal hinhauen. Mal 4.17, 4.29. Ein Puffer von 12 mittlerweile. Was eingefahren. Das wäre ja vorher, glaube ich, über eine Stunde irgendwas waren. Also wurde einfach fescher, dass ich mich ausrauchen muss. So, Mannheim-Nürnberg ist auch schon ausgeschildert.
Ich muss auch, ich war ja hier beim Friseur und so. Und also bin da schon länger. Ich weiß gar nicht wie lange, aber. Was sind das, 4, 5 Jahre sein oder Bitte so? links halten. Wahrscheinlich auch länger. Und ich glaube, in meiner ganzen Zeit, also wo ich jetzt, ne? In meiner ganzen Zeit. Das klingt auch so weird. Aber mir wurde bisher noch nie beim Friseur irgendwie gefragt, ob ich die. Ich weiß nicht mehr, wie genau der Wortlaut war. Aber ich war bei der Wortlaut Stutzen oder so. Ich nehme einfach den Wortlaut jetzt. Dass mir bisher noch nie nicht nie gefragt wurde, ob ich die Augenbrauen auch gestutzt werden sollen. Hab den einfach mal gemacht, so, ne? Also, ne? Ich dachte mir, ja gut, warum nicht? Wenn ich schon mal hier bin. Und ich habe es halt sonst immer so gemacht, so, ne? Also, dass ich einfach immer mal wieder so mit Daumen und Zeigefinger quasi über die Augenbraue rüber bin, so ein bisschen dran gezogen habe quasi so, und dass ich dann halt die Haare, die nicht mehr dran sein wollen, quasi befreit habe, erlöst habe. Das war so das Einzige, was ich immer gemacht habe. Aber ich muss schon sagen, es ist Rechts schon halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. war ein interessantes Gefühl. Nimm die Ausfahrt rechts. Fühlt sich schon sehr deutlich anders an, auch sehr nice Immer an. geradeaus. Bitte rechts halten. Aber ja, ist immer wieder schön. Ja, wo wir von immer wieder schön sprechen, Sonnenuntergang. Bitte links halten. Das ist ein richtig anderes Gefühl so. Also, es ist nicht so, dass ich irgendwie vor, was weiß ich, so extrem buschige Augenbrauen hatte, wo man einfach, ne, wo man hätte sagen können, ja okay, bei dem Wachstum bei den Augenbrauen muss ich das endlich jedes Mal machen. Oder was weiß ich. Aber es ist schon interessant, das ist ein interessantes Feeling vom Unterschied, ja. Na, 75 Kilometer noch. Was? Ja, doch. Da ja locker. Ne? Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Da sind wir gar nicht schnell. Ja, schon faszinierend, wie man teilweise irgendwie mit 80 irgendwie eher das Gegenteil hat. Dass man Zeit verliert. Aber jetzt, passieren schön. Schaffen wir es doch in einem Rutsch. Und dann kann ich ganz entspannt Bobtail dann in Nürnberg, dann die Ruhepause einlegen. Schlaf nehmen.
Vielleicht mache ich es jetzt noch vorher, dass ich, bevor ich irgendwie einkaufen gehe, dass ich vorher kurz noch in der mit reingehe. Das ist wohl schon mal dabei bin. Wobei, ich sollte vielleicht schauen, wie das Wetter ist. Und das davon abhängig machen. Weil ich auch wenig Lust habe, nass zu werden. Okay. Sieht gut aus. Hab's halt genau abgepasst, als ich genau so zurückgekommen bin, dass es angefangen hat zu nieseln. Also ich bin quasi, weiß ich nicht, wenige Schritte, also was ist wenige Schritte? Waren schon einige, aber weiß ich nicht. 200 Meter später hat es angefangen zu nieseln. Beziehungsweise zu tröpfeln. Hab's auch schon, man hat es schon erkannt, ne? So, man war gerade so mitten zwischen zwei Regenbändern. Regenblobs, wie auch immer. Er war gut abgetimt. Wir fahren mal durch den Wagen durch quasi. Kilometer noch. Ich habe auch gesehen gehabt, dass ich weiß gar nicht, war das jetzt hier oder ein ATS? Jetzt wird ATS gewesen sein. Dass die Reise zur Werkstatt auch Geld kostet, also hat es jetzt keinen wirklichen Unterschied, ob man jetzt eine Schnellreise macht oder sich zur eigenen Werkstatt deportiert. Also müsste ich prinzipiell jetzt hier keine Werkstatt kaufen. Das war mal ehrlich, aber ne, warum nicht? Ich brauche sowieso Platz für die ganzen LKWs. Ich denke mal, irgendwann kann man dann auch hier LKWs und Fahrer und so weiter hier kaufen und einstellen. Rechts halten. Und dann kann ich auch ein auf dem ATS-Profil machen. Ich meine, ist im Prinzip eh nur fürs Event gedacht. Biege nach rechts. Die Rider Trucks Events. Bitte rechts halten. Da hat man dann zumindest die Sicherheit, dass man genug Kohle hat. Die eigene Fahrrad. Bitte links halten. Runter. Ach, den suchen wir jetzt doch nicht mehr auf. Wie gesagt, man ist schon auf dem Navi. Wir sind so gut wie da. Und werden vorher wahrscheinlich nochmal von dem ETCC auf. Erst. Und auch nicht. Also prinzipiell schon, aber.
Wir hatten noch Platz auf der linken Spur. Oh, mir fällt gerade auf, ich bin hier, glaube ich, noch in der Verbotszone. Ja. Der Zug ist abgefahren. Erst auf mal Nürnberg. Und auf 60. Okay, doch nicht 50. Jetzt 50, nee, 60. Man fährt sogar wirklich durch Nürnberg durch. Ich dachte eher. Mit durch hatte ich eher immer gemeint aus Autobahn oder Schnellstraße. Aber wir fahren das sogar wirklich durch die Stadt durch. Richtung Zentrum, aber kurz mal durch. Schnellstraße. Wie viel darf ich? Darf ich 60? Darf ich 80? Ich darf sogar 80. Mein lohnt sich zwar nicht wirklich, weil wir jetzt ja eh gleich quasi die nächste Ausfahrt nehmen werden wahrscheinlich. Oder übernächste. Bitte links halten. Na gut, dort lohnt sich ja doch schon. Die 80 ein bisschen ausfahren. Dann kann das ja nur gelohnt haben. Die nächste wollen wir raus. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Wir legen uns ja gleich hin. Oha. Eine Fahrt, 750 Kilometer. Erstmal fast der komplette Tank leer gefahren. Rechts halten. Fast der komplette ist zu viel gesagt, aber ein Dreiviertel Tank ist weniger da. Ist schon übel. Richtiger Schluckspecht. Demnächst links abbiegen. Biege nach vorne links ab. Parken. Es ist vorbei. Ich werde nicht müde, du wirst müde. War doch hier, ja. Gut.
Platz. Drehen wir mal hier rum. Egal, wird eh noch restauriert. Habe ich mir auch schon gedacht, dass es nicht ganz passen wird. Dass wir da irgendwas noch mitnehmen und dann haben wir wahrscheinlich bestimmt das Helm mitgenommen. Aber wie gesagt, wieder noch restauriert der Truck. Dann machen wir mal das wasserstofffreie Ammoniak ab. Ausgezeichnete wasserfreies Ammoniak von Rotterdam nach Nürnberg geliefert. Gefahrene Strecke 754 Kilometer, dauert 53 Minuten. Verbraucherkraftstoff 307 Liter. Das war der 196. erledigte ETS-2-Wolder-Schwachsauftrag. Es gab dafür knapp 40.000 Euro und 1190 Erfahrungspunkte. Level 26. Ja, ne, hier zwei von da sind da. Also geht es jetzt auf Fernfahrten. Sprich, wir können jetzt auf 400 Kilometer mehr fahren und kriegen jetzt auch 25% höhere Vergütung für längere Strecken über 1100 Kilometer. Dementsprechend kann es auch überall hingehen. Oh, neue Aufrüstungsteile, schauen wir mal nach. Ja gut. Bisschen weit ist noch da. Aufrüstungsteile für die, nicht für den Tiger sein. Wird wahrscheinlich auch nur für den Standard Trailer sein. Ja, eine Dolly, zwei Achsen bei SED. Dann fahren wir zur nächsten Werkstatt. Zum nächsten Schlafplatz natürlich. Nicht Werkstatt. Auf der Autobahn nochmal zu fahren, mache ich jetzt sehr wenige Sinn. Da fahre ich, würde ich sagen, fahren wir hier. Ja, fahren wir zur Werkstatt. Die 7 Kilometer. Los! Dann können wir einfach mal spaßeshalber auch nochmal schauen, auch wenn ich jetzt nicht nochmal. Ach, weil das nicht repräsentativ ist, weil ich den Auftrag nicht annehmen werde. Biege nach rechts ab. Ich weiß gar nicht, wann ich wieder aufnehme, aber wird auch schon Zeit dauern. Aber wir können einfach mal schauen, wohin es denn gehen könnte. Was ja jetzt so in 400 Kilometern, die wir jetzt mehr fahren können, mit inbegriffen ist. Rechts ab. Bitte links halten. Wir wissen ja alle, dass es nicht so aussieht, dass wir dann auch verhalten. Ne? Nicht vergleichbar ist. So wie ein ATS. Kommt halt immer anders, als man denkt, ne? Vor allem, weil es ja auch
Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Weil auch Faxaufreger sind. Biege nach rechts ab. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Ja, ich habe es wieder vergessen. Biege nach rechts. Das übliche Problem mit mehr Gas geben, wäre, man noch ein Dings drin hat, dass man dann einfach weggeslammt wird. Ja, okay. Dann dauert es noch ein bisschen länger, bis wir den Schwaggy restaurieren. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Jetzt auch mal so 5000 kosten. Oder 7. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Hier endet es. Wenn man Wolfhändler entdeckt. Okay, sogar 11.000. Machen wir mal. Sagt mir nicht, man kann sich hier nicht aufs Ohr hauen. Ich befürchte, ist ja genauso. Belastend, müssen wir uns da auf. Das ist am nächsten. Das sind 59 Kilometer. Das sind 42. Dann müssen wir noch die 42 Kilometer hinfahren. Auf geht's. Jetzt haben wir noch ein bisschen Strafe. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich hätte auch dabei den Parkplatz testen können. Aber das kann natürlich auch nur Deko sein, das Schild. Immer geradeaus. Links halten
und dann links abbiegen. Schwimmen ein bisschen grüne Welle. Biege nach links ab. Schon schön, auch wie viele unterschiedliche Sounds hier irgendwo wieder gibt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das ist schon nice. Biege nach rechts ab. Fahren wir uns auch mal diesen Weg hier. Halten uns links. Wir werden natürlich links halten müssen. Bitte links halten. Ich weiß, dass ich müde werde. Jetzt müssen wir zurück links halten. Von außen auch noch schlimmer, aber ich glaube schon. Jetzt können wir ganz kurz Gas geben. Und dann geht es hier rechts wieder runter. Schön mit den Blitzen auch. Ich weiß, ob ich müde werde. Die Raststätte wird aber nicht kommen, oder? Na ja, da kommt sie. Sehr gut. Genau, ein bisschen mehr Stoff. Rechts. Oh, da sind wir da. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ich müsste eigentlich auch tanken, aber muss unterwegs machen. Dafür ist es zu spät. Dann haben wir es auch geschafft. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.